Viertel elf in der Destille gab's mit einem grünen 17-jährigen Zopf. Der war bis an beide Mandeln voll Promille. Doch er wollte nicht nach Hause gehen und Zopf. Nur ein Polizist, der sagte, er müsste verschwinden und endlich nach Haus. Denn Jugend nach Zähne, die darf nicht alleine, drum müsste der Halbstarke raus. Doch der rief es ja nicht drin, dass ich hier weiche, denn ich saufe schon seit 7 ungestört. Ob du 7 oder 10, bleibt das Gleiche. Doch der Schupo hat ihn dienstlich aufgeklärt. Nach 10 ist es Sünde in jedem Lokal. Nach 10 ist es Sünde und ohne Moral. Bis 5 vor 10 kann alles geschehen. Doch dulden wir keine Sünde nach 10. Neulich Abend wollte Otto mir besuchen. Otto Paschke, wo mein Anverlobter ist. Doch mit Otto sein Besuchen war es Kuchen, weil die Wirtin ihn aus meiner Bude schmiss. Es kreischte die Träne, es wäre schon 10, sie wüsste genau, was wir tun. Doch wenn wir das machten von 7 bis 8, dann wäre sie dagegen immun. Doch ich rief, sie haben eine Birne, eine Weiche. Denn was ist denn mit der Liebe nur verkehrt? Ob um 8 oder 10 bleibt das Gleiche. Doch da hat mir die Möblierte gleich belehrt. Nach 10 ist es Sünde und wirklich nicht fein. Nach 10 ist es Sünde und darf auch nicht sein. Ja, bis 5 vor 10 kann alles geschehen. Doch duldet sie keine Sünde nach 10. Die Moral von diesem Lied ist sehr moralisch. Und als deutscher Mann, da musst du das verstehen. Und benimmst du dich mal wieder animalisch, dann benimm dich wie du willst, doch bloß bis 10. Denn oh, wenn die Leute, die glauben noch heute, vor 10 kann ja nichts geschehen. Von amtlicher Seite beginnt Sünde heute auf keinen Fall früher als 10. Na, und willst du deine Schwiegermutter schlachten? Guck in Mietvertrag, weil man dich sonst erwischt. Dreh ja Nüschel um, doch möglichst gegen 8. Denn dagegen hat der Hausbesitzer nichts. Aber nach 10 ist es Sünde und wirklich nicht fein. Das hat seine Gründe und darf auch nicht sein. Man kann bis um 10 fast jeden.